Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörende, der Besuch des Herrn Bundespräsidenten und des Herrn Ministerpräsidenten ist uns eine große Ehre. Und sie zeigt ganz deutlich die Wertschätzung unserer Arbeit und die tiefe Verbundenheit zu unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern hier in Erftstadt. Ich wünsche allen Betroffenen, wir reden hier von etwa 6.000 Menschen bei einer Stadt von rund 50.000 Einwohnern, von Herzen, dass sie viel Kraft haben mögen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und Monaten beim Wiederaufbau ihrer Wohnungen und bei der Zurückkehr in ihre Ortsteile. Ich bin zutiefst betroffen und ich möchte hier ganz deutlich mein Mitgefühl ausdrücken. Und ich darf Ihnen sagen, dass wir hier mit aller Kraft daran arbeiten, rund um die Uhr Ihnen hier Hilfestellung anzubieten und unbürokratisch auch finanzielle Hilfen zu geben. Unser Krisenstab wurde unmittelbar eingerichtet und ich bin überaus dankbar, dass wir bundesweit Unterstützung erhalten haben. Es sind 6 Rettungshubschrauber im Einsatz, 35 Rettungsboote aus dem ganzen Bundesgebiet, die uns hier vor Ort unterstützen. Und so wird es jetzt in den nächsten Tagen erforderlich sein, die Infrastruktur wieder aufzubauen, den Verkehrsinfarkt, den wir zwischen unseren beiden großen Ortsteilen Lechenich und Lippla hatten, jetzt wieder herzustellen und aufzulösen, sodass wir auch die Nahversorgung der Evakuierten sicherstellen können. Wir haben immer noch in unseren beiden Unterkünften viele hundert Menschen untergebracht, die unsere Unterstützung benötigen. Und ich danke auch ganz ausdrücklich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sofort ihre Hilfe angeboten haben, Unterkünfte bereitgestellt haben und einfach für uns da sind. Meinen ganz herzlichen Dank dafür. Das ist ein großes Zeichen der Solidarität und Unterstützung in diesen schweren Stunden. Bitte halten Sie die Kraft und die Stärke, die nächsten Wochen und Monate hier durchzuhalten. Dankeschön.